Hallo liebe Kater und Katzen und diejenigen, die einen Kater oder eine Katze haben und willkommen zu Project Highrise, aka Projekt Hochhaus. Jawohl, ich bin mal wieder wunderbar, wieder back to the roots, diesmal auch ein bisschen fitter als das letzte Mal. Ich entschuldige mich noch einmal für das letzte Mal, dass ich da so still war und immer noch so ein bisschen, naja, immer so einen Hustenunterdrücker in meiner Stimme drin hatte. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und wir haben ja, Moment mal, bevor wir jetzt, wenn wir das ganze Geld abzwackt, das müssen wir natürlich jetzt sehr sinnvoll einsetzen. ich habe jetzt einfach mal auf Pause gedrückt. Ich möchte mich einfach nochmal dafür entschuldigen. So, jetzt haben wir ein Problem. Und zwar nicht mit dem hier, sondern insgesamt das Problem, ein organisatorisches Problem. Weil nächste Woche bin ich ja nicht mehr da, bis Anfang Mai. Jo. Da bin ich ja nicht mehr da und da habe ich jetzt vorproduziert und die Folgen sind noch nicht ganz fertig, aber fast. Und naja, wie soll ich denn das jetzt auf einmal formulieren? Project Highrise wird dementsprechend zwangsweise in der Pause gehen müssen. Kannst du nicht Project Highrise hochladen? Nein, das würde ich ja gerne, aber es geht halt nicht, leider. Weil ich kann nur eine Folge pro Woche hochladen und weil es ja dann unfair wäre gegenüber den Leuten, die das andere Projekt sehen möchten. Also ich glaube, du verstehst, worauf ich raus will. Und ich glaube, ich fange einfach Anfang Mai einfach nochmal hier weiter an. Also nicht nochmal neu an, sondern ich mache hier aber weiter. So, einfach nur, dass du es weißt. Wir haben jetzt alles hier renoviert. Das bedeutet, es wäre jetzt einfach schade, weißt du, das sind jetzt hier 4 Stockwerke, die wir da hochgezimmert haben einmal. Und das war's. Und das ist halt... Ich finde es ein bisschen schade, jetzt da einfach zu sagen, so, machen wir nicht mehr. Die haben übrigens auch kein Recycling, ne? Ich immer wieder top hier. Top! Alla, top! Und ich würde sagen, wir knallen da auch nochmal die Büroetage Nummer 1 höher, oder? Oder das Hotel, weil die Büroleute sind echt Affen. Sorry, aber, die gehen mir echt auf den Zeiger. Ja, was machen wir da? Warte mal, bevor wir jetzt irgendwas noch machen. Bietet 4 Lagerbereiche für den Einzelhandel? Nö. Errichten Sie einen Lagerraum für Ihre Hausmeister. Jeder Lagerraum kann bis zu 3 Besen kann man versorgen. Braucht Ströme und was höher? Wenn wir das hier hinknallen, wenn wir jetzt das Telefon, sagen wir mal, hier rüber schmeißen, dann steht da so ein bisschen affig so in der Gegend rum, oder? Jo, das ist irgendwie schon so Fakt. Wir könnten es natürlich auch hier reinschmeißen, aber da muss natürlich noch der Aufzug rein. Und das jetzt hier bei den Touris runterzuschmeißen, ist auch irgendwie eine doofe Idee. Also machen wir das mal auf die ganz kostspielige Art und Weise. Wie viele haben wir denn jetzt mittlerweile? 1, 2, 3. 3, ne? Wie kostet mich das? Zu viel. Okay. Ich hab's kapiert. So, dafür kriegen wir jetzt auch kein Geld zurück. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. Weil jetzt haben wir ja alles mal hier wunderbar. Au, das ist so teuer, echt. Gut, dann warten wir einfach mal, bis die Touris draußen sind, ne? Und dann wollen wir so einen hübschen Lagerraum und dann können wir da mal ein paar Besenkammern hinstellen, damit das einfach nicht mehr so aussieht wie die Hulle. Vorräterraum des Hausmeisters wird benötigt. Aber nur 3, das ist ein bisschen wenig, oder? Da können wir, ja pro 3 Stockwerke müssen wir immer, boah. Wenn wir da so 39 Stockwerke haben, wie viel müssen wir dann bauen? Oh Gott, da müssen wir über 10 Dinger bauen. Also 13. Aber haben wir nur 28, ach so, ja. Ja. Ich würde das gerne jetzt hier beziehen, aber ich habe diese Dinge hier gehen, haben mich für mich echt strikten Vorrang. Komm Leute, jetzt check noch mal aus hier. Guck mal, Rezeption hier, bing bing. Ja, danke schön. Guck mal, jetzt da. Weißt du, das sind so wiederum so Zahlen, weißt du, die gefallen mir. So, eine Besenkammer, das haben wir noch nicht, aber bald schon. Und dann bauen wir hier noch mal so was rein und noch mal ein wunderbares ein Recyclingbehälter. Und da schmeißen wir Deluxe. Haben wir nicht. Aber wir haben hier Strom haben wir. Und Wasser haben wir auch. Ich meine, theoretisch könnten wir ja noch Gas legen, aber. Finde ich jetzt gar nicht so knorke. Der Einfall. So, und dann wieder 2 neue Apartmentbewohner, die wir hier quasi richtig fest an uns ranbinden. Ich meine, die können ja uns nicht einfach sagen, so, nö, ciao, ich bin jetzt aber mal kurzerhand raus. Da müssen wir auch was anderes finden. So, was haben wir jetzt? Hier diese Besenkammer. Jo. Die sind ein bisschen groß für meinen Geschmack, aber das kriegen wir schon hin. So, da haben wir schon mal Besenkammer für die Etage. Sehr wichtig. Wo wir jetzt die für die Etage reinbauen, weiß ich nicht. Weil dafür sind sie zu groß. Und hier im Wohnetablissement haben wir auch keinen Platz mehr.
Aha. I spotted a perfect spot. So, haben wir das auch. Und haben wir schon mal die zwei Etagen. Das ist schon mal, ein großer Fortschritt, würde ich mal behaupten. So, weitere Apartmentbewohner oder ist einfach weiter Hotel? Ich würde sagen, einfach komm, gib ihm Hotel. Oder Büros. Ein Büröschen. Ahaha, kennst du das Märchen von Büröschen? So, dann können wir da mal so die großen Brocken hinsetzen. Wir müssen das bis dahin bauen. Ansonsten wird das mit dem Strom schwierig. So. Und jetzt, die sind jetzt gerade auf Renovierung, auf großer Renovierungstournee. Ja, die müssen gerade ein bisschen ranklotzen. Das ist natürlich klar. So, da haben wir jetzt hier auch einen wunderbaren, eine wunderschöne Besenkammer. Eine Besenkammer verringert den Schmutz und Verfall des Stockwerks, in dem es sich befindet. Betriebskosten minus 63 pro Takt. Ich hoffe, das rechnet sich. Hoffentlich. Wir haben da auch noch so ein paar Löcher drin, das bedeutet, wir haben nicht genügend Wasser. Weil das Auto ausgefallen ist. Achso, weil wir da schon wieder an der Kapazitätsgrenze sind. Oh, nö. Brauche ich gerade nicht. So, jetzt können die da nicht in das obere Stockwerk rein. Das ist natürlich immer geil. So, Hammer um dein Leben. Robert. Der Robert ist unser Hammerboy. Ein anderer Hotelier hat sein neues Projekt in den Sand gesetzt. Das kommt ihnen nur entgegen. Denn sie bieten freundlicherweise an, das restliche Inventar vom Bau zu übernehmen. Der Bau von den Hotelzimmern und HLK wird 48 Stunden lang um 50% günstiger. Ja toll, ich baue jetzt hier das Büro aus. Junge, kannst du mir nicht so was vorher sagen, dass das jetzt gerade bei dir schlecht läuft? Hey, was ist jetzt schon wieder los? Okay, das sieht aber direkt aus. Grazie mille. So, Bewohner sind zufrieden. Na Gott sei Dank. So, dann können wir gleich wieder einziehen lassen. Voll Pfosten, ehrlich. So. Was denn, müssen wir auch noch anschließen, aber ich hab kein Geld. I just need the money. 48 Stunden lang. Ja. Weiß nicht, ob wir so schnell jetzt sowas hochzwiebeln können. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viel wir die Hotelgäste jetzt reinschmeißen. Ey, minus 500, das ist okay eigentlich. So, eigentlich. Aber jetzt hat schon angefangen mit den Büros. Ja, müssen wir halt ein bisschen umdisponieren. Ja, das ist halt schon gut. 50% günstiger oder so. Steht das da halt eben da oben drauf rum, ne? So, komm, auf geht's. Raus hier, raus aus den Federn. So, das Hotel ist sauer auf mich. Ich weiß nicht warum. Ja, bis morgen. So, schmeiß mir dein Geld ins Gesicht. Dankeschön. Dein Geld in meinem Gesicht. Das ist eine Freude für mich. Da könnte ich jetzt gerade einen neuen Schlagersong draus machen. Dein Geld in meinem Gesicht, das ist Freude für mich. Ohne nicht. So. Ups. Dann müssen wir das ja nochmal. Oh Gott. So, dann knallen wir einfach gleich das ganze Stockwerk hoch. So. Und jetzt hier nochmal Bums, Hotelwagen hier. Jetzt haben wir eigentlich ja pro Hotelzimmer eigentlich nur 25 $, oder? So, über Tag wird hier mal schnell was hochgezwiebelt. Wie schaut's hier aus? Hier schaut's gut aus, nur die kommen halt nicht hinterher. Jo. Das ist natürlich ein Le Problem. Aber die Büros sehen Gott sei Dank mal ein bisschen aufgeräumt aus und vor allem hier unten. Hier unten sah es ja teilweise wirklich schon aus wie, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir das natürlich nach... Oh, kein Strom. Wir haben keinen Strom und das ist so schrecklich. So. Da unten so einen riesigen Raum und hoffentlich bringt das ja was. Also wir haben noch keine Renovierung anstehen. Also nehmen wir irgendwie, das lohnt sich anscheinend. Also ich beschwöre mich nicht. Ich frage mich halt, wie weit die das rauszögern, weil irgendwann müssen wir das ja trotzdem renovieren. Ich frage mich halt, wie weit die das rauszögern. Wir haben 10 Prestige, das ist nicht schlecht. Knall. So, minus 748. Ja, alles halb so wild. So, dann brauchen wir natürlich nochmal ein Studio-Apartment, was jetzt los? Ey, fliegen wir die ganze Zeit durch die Gegend, was ist jetzt außen gefallen? Ein großer Hauptversorgung insgesamt 194%? Was? That's not your earns, are you?
Ich hab keinen Strom, aus Stromausfall ist hier weg. Mhm. Ist klar. Solche Leute wirklich, ey. Den bring ich zur Polizei, aber wirklich. Also bitte, wenn der Strom vor zwei Stunden mitten in der Nacht ausfällt, was hat der um 2 Uhr nachts gemacht? Hat der jetzt da irgendwie seinen neuen Fortnite-Highscore da jetzt hier hingestellt und dann auf einmal... Also insofern, ja. Das ist ja mal, also ich bin da, ja. Weißt du, meine Kinnlade liegt am Boden, also das ist... Unter aller Sau. So, gut, jetzt müssen wir... Der Vulkanausbruch hat sich hoffentlich jetzt wieder gelegt, ne? Ansonsten ist es natürlich ein bisschen teuer jetzt. Nicht eine nicht lohnende Investition. So. Und weil ich ja ein weiser Mann, weil ich ein sehr weiser Bob bin, mach ich jetzt folgendes. Wie kann ich das denn nicht mehr? Ja, jetzt warte mal, ich will noch mal. So. Hä? Der weiße Bub hat nicht gesprochen. Der weiße Bub macht einfach das ganz genau wie vorher. So. Haben wir hier? Nee, wir haben hier noch keinen. Ja, genau. Dann können wir da noch ein wunderbares Gedönsens hinknallen. Du weißt schon, was ich meine. So, Deluxe, Gas und hasslaute Bereiche, hast übel riechende Bereiche. Erwartet, und er braucht einen Klempner. Achso. Jo, kommt. So, Strom und Wasser haben wir jetzt auch schon auf der Etage. Das bedeutet einmal Ströme, einmal Wassersche. Und einmal das Gas. Gas muss an vorhandene Gasleitungen. Hä? Ach so, Entschuldigung. So. Weiter kommen wir nicht. Halt! Ich habe da Wohnungen hingebaut. Ich habe mich schon gewundert, warum die so teuer sind. Yeah, well. Oh well. Ja, was machen wir jetzt nun? Wir können ja nicht rauslassen. Minus 3 Einfluss. Ich meine, dann schmeißen wir sie einfach darüber. Hier haben wir noch 2 hübsche Plätzchen. Das ist aber scheiße. Oder er zieht es gleich einfach von selber raus. Geht auch. Nee, das ist ja Deluxe. Da müssen wir jetzt die Gasleitung bis darüber legen. Ach, nee. Grinse Karl, hast du was in der Birne? Ja, nee, hab ich nicht. Siehst du doch. Ey Leute, jetzt klingelt da aber mal gleich die Rezeption da unten zusammen. Wirklich, ich brauch dringend euer Geld. Mist. Well, well. Also die pennen im Hotel. Haben eine Wohnung im Hotel, die haben sich da fest angemietet. Ich hab kein Gas, da wird gleich ein bisschen sehr, sehr sauer. Wenn ihr nicht schneller macht, 100 minus 123, jetzt komm, gib mir nochmal 10 Euro, Alter. Dankeschön. Boah, ich krieg da echt Krise. Imimi, warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich will nur, dass du da weg bist. Well, oder so. Geht wahlweise auch. Bing, bing. So, jetzt schmeißen wir den einfach darüber. Kriegt er noch den so teuren Gasanschluss bis darüber. So, das war jetzt aber mal richtig teuer. Das hat sich jetzt nicht gelohnt, glaube ich. So, Doppelzimmer, ich habe mich auch schon gewundert, seit wann können wir denn... Oh, den Luxus. Alter, guck mal, was der auch braucht. Nee, komm, ciao. Hier ganz normal Doppelzimmer, also ehrlich, dann mache ich jetzt hier kein Träre. So, die kostet mich nur 50, ja, das ist doch... Also ein Schnapper. So, das Housekeeping-Team räumt hier einmal auf. Und die wunderbaren Umzugsmitarbeiter auch. So, und hier nochmal ein Hotel. Zimmerche.
Es gab einen buchhalterischen Fehler bei einer Baustelle in der Stadt. Sie haben doppelt so viel Strom und Verkabelung für ihr Projekt bestellt. Da sie es nicht zurückgeben können, wollen sie es verkaufen, auch wenn sie Verlust machen. Holen sie sich die tollen Preise, solange sie können. Alle Arbeiten für Elektrizität, Telefon und Kabel sind in den nächsten 48 Stunden. Oh, wir werden gerade hier richtig verwöhnt, habe ich doch so das Gefühl. Ja, dann machen wir das jetzt hier gleich im Dingblock hier aus, ne? Aber wenn wir es ja schon haben, dann haben wir es. So, dann können wir das hier einmal hier. Ja, das kostet mir nur 3 Euro. Ha, chillig. Das ist ja richtig günstig. Ha, Schnäppsche. Also ein Schnäppsche hier. Ein Schnäppsche. Ja, wunderbar. Na, Gott sei Dank habe ich das hier noch nicht so ganz ausgebaut. Hui. So, Telefon brauchen wir ja Gott sei Dank noch nicht. Strom hat er jetzt. Und jetzt brauchen wir mal noch Wasser. Wasser ist jetzt halt eben von dieser tollen neuen Regelung leider ausgenommen. Schade. Wäre eigentlich auch nochmal cool gewesen. Aber. Ich meine, man kann ja nicht alles haben. So, dann brauchen wir nochmal so ein Einzelzimmer hier hinten so. Ach nee, halt. Da kommt ja hier. Du weißt schon, was hing. Nicht Voldemort. Weiß ich, sag nichts mehr. Ich heul einfach. Nee, ich heul nicht mehr, weil es ist einfach. Vergiss einfach, dass ich irgendetwas gesagt habe. Ich halte einfach meinen Mund. So, wir wollen da einfach eins ein Hotelzimmer hin und dann knallen wir das da drüben hin und fertig. Also langsam habe ich jetzt echt genug von diesem Affenzirkus hier. So. Da. Was Gute ist, falls da jetzt irgendwas Problem sein sollte. Ja, was haben wir natürlich Problem? Das, was wir uns natürlich nicht leisten können. Ist ja klar. Und HLK. Oh Gott. HLK. Oh, I need the HLK. Because I cannot. Use the ventilator I brought from my home. Da will jetzt kein Schwein einziehen. Ja, sie warten darauf, dass neue Bewohner einziehen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Auf das Klientel ist mir nicht okay. So, elektrische. Elektrische Transformatoren? Diese Einheit wirkt runtergekommen. Ne? Oh, wait a minute. Ah, wir haben ja. Ja, weil wir in der unteren Etage halt nichts haben. Wir haben hier. Und in. Ja, wir brauchen dringend auch in der unteren Etage. Weil wir fliegen jetzt gerade die ganzen Dinger durch die Gegend. Die ganzen Restaurants. Entschuldigen Sie, wo essen Sie heute Abend? Ich esse heute Abend im Restaurant. Ich finde, die deutsche Sprache ist echt richtig schön. Obwohl es eigentlich Französisch ist, aber egal. So. Jod. Wir haben jetzt einmal hier Jod, Kalium, Jodit. Das da. So, und das knallen wir einfach mal. Bibu, Bab, Ene, Mene, Miste. Da. So. Elektrische Transformatoren haben wir gelöst. Juhu! Alle freuen sich wieder. Und machen Party hart. Wir haben wieder haufenweise Geld. Ich weiß nicht, woher das Ganze kommt. Aber egal. So, dann haben wir nochmal 4 Lagerbereiche. Und hier einmal noch so den Wischmob-Raum. Ich taufe ihn jetzt einfach mal Wischmob-Raum. Hallo, Herr Wischmob-Raum. So, den knallen wir da ganz hinten. Hin zu den Hausmeistern. Also zu den, nicht Hausmeistern, zum Housekeeping-Team. So, das war ja eigentlich im Prinzip auch günstiger. Wurde mir so zumindest versprochen. So, und das HLK muss auch auf der anderen Seite rüber. Frage ist natürlich, ob wir langsam an HLK auslaufen. Also, ob langsam hier mal ein bisschen zu viel HLK hier rumchillt. HLK-Produktion insgesamt 10, Nachfrage insgesamt 10, Produktion insgesamt 100%. Das ist schlecht. Und das bedeutet, brauchen wir nochmal HLK. Und das können wir ja witzigerweise nur an den Rand dran schmeißen. Das braucht auch 2. Oh, super. Ah, superb. Weißt du, das kann ich 1 verschlingen, das braucht natürlich 2. Ja, ist klar. Jo, das ist schlecht. Ja, da haben wir ja unser tolles Housekeeping-Team. Und dann knallen wir das aber dahin und dann machen wir da so ein hübsches Biamel rein. Biamel. Oder so, ich weiß es nicht. Theoretisch könnte doch da jetzt hier so wunderbar so ein. Oder ist der zu groß? Der ist doch 2 groß, oder? Ja, theoretisch würde da perfekt reinpassen, aber. Wir haben da schon einen Platz dafür gefunden. So. Wenn das hier oben jetzt hier nicht irgendwie so komplett sinnlos durch die Gegend rumchillt,
machen wir dann nochmal hier nochmal einen Eingang. Sehr schön. Und dann schöpfen wir nochmal hier aus unserem... Weiß noch nicht, ob die 48 Stunden abgelaufen sind oder nicht. Ich baue jetzt trotzdem einfach mal rein. Anscheinend noch nicht, weil die sind immer noch so günstig. Also. Oder sie sind immer so teuer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, und neue wunderbare Hotelzimmer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Judy, und dann haben wir hier nochmal Ströme und Wasser. Von den netten Herren hier. Und dann sind auch hoffentlich die Hotels nicht mehr so, immer so ganz. 5 Apartments. 2700. Kannst du herkommen, die GmbH ist jetzt offen. Kann ich da. Ah ja, ich kann jetzt hier irgendwie Francis P. hier, bitteschön. So. Bang. So, dass da auch mal wieder Party hat da unten. Das ist natürlich auch mal wieder sehr gut. So, der Edward. Schade, dass man hier nicht Abendessen kann. Yes. Natürlich kann sich ja Abendessen hier. Hier ist die ganze Regung hier unten voll. Also da möchte ich jetzt aber bitte nichts hören. So, wir freuen uns, Gewinn zu machen. Unsere Mitarbeiter bringen unglücklich hier. Biete Mittag und Abendessen an. So, da kannst du eine fette Pizza verknusen. Also meine ganze Ernst, wo ist denn jetzt schon wieder ein Problem? Also Leute von heute, ehrlich, das ist... Schrecklich, du, schrecklich. Ja, das ist ja hier... Das ist natürlich auch wieder genau eins zu klein. Oh, ja. Ha. Hier ist es eins zu klein, das geht ja noch. Ein großes Büro. So große Bürohengste. Weißt du, wenn wir den jetzt hier um 2 nach drüben setzen würden, dann würde es ja passen. So, und hier. Generell doof, ne? So Kreativ- und Technikbüros. Hier ist 300 erwartet kommerzielle Dienstleistungen. Können wir ja theoretisch machen eigentlich. Das ist das Einzige, was sie noch wollen. So, da ist jetzt mal... Nö, da sind wir noch keine angezogen. Ich knall jetzt einfach mal generell ganz provokant mal genau daneben. Nochmal eins hin. Dann gucken wir einfach mal, ob das jetzt schneller bezogen wird. Weil wenn ja, dann verstehe ich ja die Welt nicht mehr. So, kommerzielle Dienstleistungen heißt jetzt für mich im Umkehrschluss was? Büros, kommerzielle Dienstleistungen. Kommerzielle Dienstleistungen minus 400. Ihr habt einen, nicht mehr alle Latten am Zaun. Dazu muss ich jetzt sogar nochmal... Ich muss nochmal den Teil tiefer. Weil da kommt ja unser Briefingraum rein. Das ist ein Traum. So. Ziel nicht erreichbar. Ja, dann bauen wir eine Treppe runter. So, Ziel ist erreichbar. Juhu. Also der Büro geht am tiefsten runter, aber nicht so wirklich hoch.